Urgewalt. Unberechenbar, gefräßig, schrecklich und zugleich faszinierend. Rasend schnell kann das Feuer kommen, mächtig und zerstörerisch. Wie ihm entfliehen? Was ist die Geschichte, die sich hinter einem flammenden Inferno verbirgt? Und wer kann sie erzählen? Nur Schutt und Asche nach einem Feuer. Hat die Zerstörung alle Hinweise auf die Ursache des Brandes verwischt? Welches Gespür braucht es, in diesem Chaos das entscheidende Indiz zu finden? Wie entschlüsseln die Spezialisten das Rätsel der Brandursache? Wie finden sie heraus, was geschah? Ein Tag im Juli. Die Stadt Frankfurt am Main liegt ruhig. Viele Bewohner sind im Urlaub. Es ist heiß, über 30 Grad. Bei diesen Temperaturen steigt die Brandgefahr. Harald Günthers wurde eben in die Innenstadt gerufen. Er ist Brandursachenermittler des Frankfurter Kommissariats 15, Abteilung Brand-, Waffen- und Sprengstoffdelikte, kurz K15. Harald Günthers weiß, eine Küche brennt, in einer Bar mit Restaurantbetrieb. Seine Aufgabe, den Brand zu rekonstruieren und die Brandursache aufzuspüren. Nach einem Brand ist das Haus selten gleich begehbar. Giftige Rauchgase liegen noch schwer in der Luft. Die Feuerwehr bleibt so lange vor Ort, bis niemandem mehr Gefahr droht. Harald Günthers braucht Informationen aus erster Hand. Was sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr zum Ablauf des Brandes? Ein Passant hat Rauch aufsteigen sehen und alarmierte sofort die Feuerwehr. Immerhin, Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Harald Günthers muss sich einen Schutzanzug überziehen, denn eines weiß er sicher. Es erwarten ihn Dreck, Ruß und Staub. Den Ort des Geschehens betritt er jetzt noch nicht. Erst fotografiert er akribisch die Umgebung und sucht nach Indizien. Jedes Bild könnte einen Hinweis auf die Ursache des Brandes geben. Der Einsatzleiter hat gesagt, dass alle Türen zum Objekt halt verschlossen waren. Es waren massive Stahltüren, die mussten dann schon mit einer Flex geöffnet werden. Das ist auch wichtig, um das zu dokumentieren, um nicht möglicherweise einen Trugschluss zu erhalten, da hat jemand eingebrochen. Also wir haben auch öfter Einbrüche jetzt. Und die Täter versuchen durch einen Brand dann irgendwelche Spuren zu verwischen. Jeder, der mit so einer Sache nicht betraut ist, der würde sich natürlich direkt an den Ort des Geschehens begeben, ne? Und dadurch manche Sachen, die möglicherweise wichtig sind, nicht erkennen. Also der Brandstifter wird eventuell irgendwas in einer Mülltonne hinterlassen, draußen irgendwo in einen Mülleimer werfen. Deswegen ist die Vorgehensweise einfach langsam von außen nach innen und mich langsam dem Brandort immer mehr nähern. Allmählich nähert er sich der Brandstelle. Die Küche liegt im Untergeschoss. Ein beißender Geruch in der Luft. Überall Pfützen vom Löschwasser. Hoffentlich ist der Strom ausgeschaltet. Hinter der Bar liegt die Küche, wo der Brand begonnen haben soll. Was war hier die Ursache? Ein technischer Defekt? Fahrlässigkeit? Brandstiftung? Harald Günthers muss einen Scheinwerfer installieren, dann der erste Blick auf die ausgebrannte Küche. Aber was wurde durch den Brand und was durch die Löscharbeiten zerstört? Auf dem Boden vermischen sich Küchenreste, Ruß und Löschwasser. Es ist glitschig und beißend dringt der Geruch nach Verbranntem durch die Staubmaske.
Harald Günthers untersucht erste Beweisstücke und findet die Küchenuhr. Ja, eine interessante Sache. Es ist 11:55. So, jetzt Voraussetzung ist natürlich, dass die Uhr richtig gestellt war. Können wir schon eine wirkliche Aussage über die Brandzeit treffen. In dieser Küche herrschten vor kurzem Temperaturen um 1000 Grad. Noch immer ist es heiß, der Schutzanzug klebt am Körper. Entscheidend die Frage, wo genau ist der Brand ausgebrochen? Am Herd oder in der Fritteuse? Erst dann kann er die Ursache ergründen. Was das hier ist, was hier drin ist, ich weiß es nicht. Öl, Löschwasser, Suppe. Ja, Suppe eher nicht, aber irgendwas Weißes. Harald Günthers geht nach dem Ausschlussprinzip vor. Er folgt vielen Spuren, prüft jede mögliche Ursache. Am Herd, an der Lüftung, an der Fritteuse. Alle Ursachen sind denkbar. Nur so übersieht er das Wesentliche nicht. Jetzt wird klar, die Heizstäbe der Fritteuse sind durchgeschmort. Also wir sind zu einem Teilergebnis gekommen, dass der Brand definitiv hier in dem Bereich ausgebrochen ist. Am Anfang war das ja gar nicht so richtig klar, weil wir hatten hier noch einige Teile, die die Feuerwehr runtergenommen hatte. Wir mussten die erstmal wegnehmen. Anhand des Brandspurenbildes können wir also sagen, dass hier in dem Bereich hier der Brand abgespielt hat. Wichtig auch die Stellung der Herdknöpfe. Verräterische Spritzer können darauf hinweisen, dass sie erst nach dem Brand auf Null gestellt wurden. In diesem Fall zeigen die Bilder, dass der Herd kein Auslöser für den Brand war. Alle diese Spuren werden jetzt in einer Mappe zusammengefasst. Die Lichtbildmappe hieß Bestandteil der Ermittlungsakte und fließt dann nachher in den ganzen Vorgang mit ein, dass sich ein Staatsanwalt und ein Richter dann wirklich ein Bild davon machen können. Weil sie sind letztendlich ja auch diejenigen, die entscheiden werden, ob einer Person irgendwas vorzuwerfen ist und ob man die möglicherweise halt verurteilen muss. Hier deuten alle Brandspuren auf einen technischen Defekt hin. Die Inhaber der Bar haben also nichts zu befürchten. Der Brandgefahren, die im Alltag lauern, ist man sich selten bewusst. Erst wenn Nachrichten Katastrophen melden, kommt es für einen Moment. Das Unbehagen. Auch weil es jeden hätte treffen können. Es war schon dunkel, als das Unfassbare geschah. November 5, 2008, Autobahn A2 nicht weit vor Hannover. Eine Rentnergruppe auf der Rückreise von einer Kaffeefahrt. Schon fast zu Hause angekommen, bricht im Reisebus plötzlich Feuer aus. Der Fahrer lenkt auf die Standspur, doch die Flammen verbreiten sich rasend schnell. 20 Menschen sterben. 12 werden verletzt. Wie konnte das geschehen? Warum entwickelte sich das Feuer so rasch, dass die Fahrgäste den Bus nicht mehr rechtzeitig verlassen konnten? Fragen, die hier in Berlin beantwortet werden. In der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, kurz BAM. Sie ist für den Brandschutz in Deutschland zuständig. Anja Hofmann leitet die Arbeitsgruppe Brandingenieurwesen. Am Computer simuliert sie, was in den entscheidenden Minuten im Bus nach Hannover geschah. Aus Zeugenaussagen und technischen Daten entsteht ein erstes Bild. Die virtuelle Rekonstruktion der Katastrophe. Nach Zeugenaussagen war es ja so, dass der Brand von der Toilette ausging, sodass also der Brand sich erstmal eine Weile unentdeckt in der Toilette entwickeln konnte. Und dann, als die Tür geöffnet wurde von der Toilette und der Sauerstoff dann eben an das Feuer rankam, sich eben so eine Art Stichflamme dann in dem Bus gebildet hat. Und wir wollten jetzt mal sehen, ob wir das mit unseren Berechnungsprogrammen auch nachrechnen können und ob wir eben auch diesen Brandverlauf im Bus dann auch rechnerisch nachstellen können. Wie hoch sind die Sicherheitsstandards in Reisebussen? Wie schnell entzündet sich die Innenausstattung? Müssen neue Normen eingeführt werden, um solche Tragödien zukünftig möglichst auszuschließen? Um das herauszufinden, testet Anja Hofmann die Ausstattung.
Im Versuchsofen zündet sie einen Sitz an, der mit Schaumstoff gefüllt ist. Der gleiche, den man üblicherweise für Reisebusse verwendet. Während des Versuchs wird gemessen, wie schnell gerät das Polster in Brand, wie groß ist die Hitze, wie stark die Rauchentwicklung. Denn davon hängt ab, ob die Passagiere eine Chance haben, sich ins Freie zu retten. Überraschend schnell wird der Schaumstoffsitz zu einer brennenden Fackel. Was wir jetzt erstmal sehen, ist, dass sich dieser Schaumstoff, der eben bei den PKWs und den Bussen eingesetzt wird, durch so ein Papierkissen sehr leicht entzünden lässt. Was eben bei den Sitzen, die in der Bahn verwendet werden, nicht der Fall ist. Daher erklärt sich eben auch, dass die Autos so viel besser brennen, als das eben bei der Bahn der Fall ist. Was wir jetzt hier aufzeichnen, sind die Gaskonzentrationen oben im Abzug. Daraus können wir dann nachher berechnen, wie viel Wärme freigesetzt wird von dem Schaumstoff oder von dem Produkt, was wir gerade messen. Und diese Wärmefreisetzungsrate ist ein Maß dafür, wie gefährlich ein Produkt im Brandfall dann ist. Was also geschah im Reisebus nach Hannover? Feuer schwelt in der Toilette, nähert sich an der Kunststoffeinrichtung, entzündliche Gase sammeln sich. Ein Passagier bemerkt den Rauch und öffnet die Türe. Sauerstoff strömt in den Raum. Was jetzt passiert, zeigt eindrucksvoll eine Feuerwehrübung im Brandsimulator. Sauerstoff und Brandgase bilden ein explosives Gemisch, das durch das schon schwelende Feuer gezündet wird. Die Hitze und der Druck steigen schlagartig an. Temperaturen von weit über 1000 Grad Celsius können entstehen. Feuerwehrleute nennen dieses Phänomen Rauchdurchzündung. Im Bus entzündet die Stichflamme in Sekundenschnelle die Innenausstattung. Und weil die Rauchentwicklung bei Kunststoff sehr hoch ist, können die Reisenden die Hand vor Augen nicht mehr sehen und finden die Ausgänge nicht. Leider ist der Standard für Busse sehr viel niedriger, als er zum Beispiel bei der Bahn oder auch im Flugzeug ist, sodass eben diese ganzen Kunststoffe, die im Bus sind, und der Anteil der Kunststoffe in den Bussen hat eben in den letzten 30 Jahren auch sehr zugenommen. Und die Vorschriften haben sich aber leider nicht dementsprechend mitentwickelt, sondern man hat eigentlich immer noch die Vorschriften, die man vor ungefähr 40 Jahren auch schon hatte, als es eben noch sehr viel weniger Kunststoffe im Fahrzeugbereich gab. Auch in Pkw wird überwiegend Kunststoff verbaut. In einem weiteren Test zeigen die Forscher, wie viel Zeit den Rettungskräften bleibt, wenn ein Mensch in einem brennenden Pkw eingeschlossen ist. An der Puppe sind Temperatursensoren angebracht. 2, 1. Simuliert wird ein Unfall, bei dem Benzin ausläuft. Es sickert unter den Motorraum und entzündet sich. In der Fahrgastzelle werden jetzt Temperatur und Gaskonzentration gemessen. Geprüft wird, wie schnell der Brand in den Wagen eindringt. Das Ergebnis? In weniger als 3 Minuten ist der Kohlenmonoxidgehalt so hoch, dass der Fahrgast ersticken würde. Ein Brand nach einem Unfall ist glücklicherweise eher selten. Die meisten Autos, die brennen, werden vorsätzlich zerstört durch Brandstiftung. Keine Simulation, sondern Wirklichkeit. In der Nähe von Frankfurt am Main sind 2 Autos ausgebrannt. Die Ermittler vermuten Feuer durch Brandstiftung. Wahrscheinlich Teil einer Serie. Auffälliger Glasbefund auf der rechten Seite. Punkt. Ein Fall für das Hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden. Der Brandsachverständige Volker Faust ist Gutachter. Er untersucht den Schaden. Wenn man den Verdacht hat, dass eine brennbare Flüssigkeit verwendet worden sein könnte und man dann auch Proben nimmt, dann muss man natürlich daran denken, dass man das sauber arbeitet. Das heißt also, ich könnte jetzt, wenn dort noch Anhaftungen dran sind, dann könnte ich die ja, wenn ich jetzt eine zweite Probe nehme, übertragen. Und deswegen nehme ich jetzt ein paar frische Handschuhe, um das auszuschließen. Sind an den Autos noch Spuren brennbarer Flüssigkeit nachweisbar? Wenn ja, wurde an beiden die gleiche benutzt? Setzte also ein Brandstifter beide Autos in Brand oder haben die Brände nichts miteinander zu tun? Hier könnte es eine brennbare Flüssigkeit auch gewesen sein. Ne? Das heißt, jetzt überlege ich, von wo könnte die angetragen sein und wo könnte überall noch brennbare Flüssigkeit zu finden sein. Deswegen trenne ich jetzt auf jeden Fall mal hier raus Stoff und nehme den mit. Ja, lassen wir auf jeden Fall analysieren.
Die Analyse im Labor wird zeigen, ob eine brennbare Flüssigkeit verwendet wurde. Und wenn ja, welche? Benzin? Spiritus? Lösungsmittel? Auch das lässt sich nachweisen. Die Proben werden luftdicht verpackt, damit die Dämpfe nicht entweichen können. Und auch wenn es dann für den Ermittler den Zusammenhang zu einer Serie gibt, dann bleibt das für uns jeweils immer ein einzelner Fall. Das heißt, der wird entsprechend abgearbeitet, immer hinsichtlich der Brandursache des einen Objektes. Eine Brandserie oder Einzelfälle? Nach etwa 2 Stunden ein vorläufiges Ergebnis. Für eine Fahrlässigkeit, da schauen wir auch immer nochmal, ist es ein Raucherfahrzeug oder ähnliches. Man versucht wirklich alles durchzudenken, spricht das Spurenbild auch nicht, sodass wir also sagen, das Fahrzeug ist in Brand gesetzt worden und es ist unabhängig von diesem Fahrzeug in Brand gesetzt worden. Das ist also so jetzt die Schlussfolgerung der Untersuchung. Was noch aussteht, ist eben die Analyse, ob eine brennbare Flüssigkeit verwendet wurde oder nicht. Das Brandgutachten muss alle Untersuchungsergebnisse einbeziehen. Deshalb bringt Volker Faust die Proben ins Labor des Landeskriminalamts. Doch ehe sie Chemiker Klaus Möbus analysieren kann, muss dem Schutt die Feuchtigkeit entzogen werden. Weil die Probe frei sein muss von nachträglicher Verunreinigung, ist sie doppelt in Beutel verpackt. Nur der geöffnete Innenbeutel wird in das gläserne Gefäß gestellt. Exsikator heißt das Gerät. Darin wird die Probe luftdicht verschlossen. Die Dämpfe, die aus den Brandproben aufsteigen, werden unter Vakuum abgesaugt. Ist das Auto also wirklich mit Benzin oder Ähnlichem angezündet worden, wird auch das in der Kühlfalle eingefangen. Ist die Probe wieder aufgetaut, lässt sie sich in einem Gaschromatographen entschlüsseln. Dieses Gerät spürt die einzelnen Bestandteile der Dämpfe auf. Sehen kann man dann, ob darin brennbare Flüssigkeit enthalten ist oder eben nicht. Die Probe ist gleich fertig durchgelaufen. Ich kann schon mal reingucken. Ja, ein prima Chromatogramm, wunderbar auswertbar. Sieht aus, als wenn die Analyse auch so ist, wie die Probe aussieht. Aus den Gründen sage ich, es ist Autokraftstoff und der Befund ist sehr stark ausgeprägt. Also in dem Falle, wir haben dann 1,5 Milliliter aufschwimmende Flüssigkeit. Da kann man schon fast sagen, diese Brandschutzprobe ist getränkt mit brennbarer Flüssigkeit. Nachweisen kann man mit dieser Methode schon geringste Spuren von Benzin. Februar 1997. In Frankfurt entgeht ein ganzer Stadtteil nur knapp einer Katastrophe. Als die Einsatzkräfte ausrücken, wissen sie noch nicht, dass auslaufendes Benzin der Grund für den Brand ist. In der Nähe eines Wohngebietes sind 2 Güterzüge kollidiert. Der eine transportiert Kesselwagen mit je 80.000 Litern Kraftstoff. 2 Tanks reißen und ein Funke entfacht ein Inferno. Unter Einsatz ihres Lebens versuchen Feuerwehrmänner mit einer Wand aus Wasser und Schaum eine Explosion abzuwenden. Kraftstoff sickert in die Kanalisation. Der Schaum soll verhindern, dass sich die Flüssigkeit entzündet. Nicht auszudenken, griffe das Feuer auf die Wohnhäuser über. 42 Stunden dauert der Einsatz. Unglaublich das Glück. Nur eine Person verletzt sich leicht. Wie aber wird aus Glück verlässliche Sicherheit? Auf diesem Versuchsgelände in Horstwalde bei Berlin suchen die Spezialisten der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung nach einer Antwort. Die Tests am realen Objekt sind gefährlich, die Sicherheitsvorkehrungen groß. Kann eine Isolierschicht um einen Tank die Explosion herauszögern? Und wenn ja, wie lange? Versuchsleiter Armin Ulrich überwacht den Test. Er erklärt einer Kollegin, mindestens 90 Minuten sollte die Isolierschicht halten.
Zeit genug für die Feuerwehr, einen Brand im Ernstfall rechtzeitig zu löschen. Im Baurecht für Transportbehälter, Anforderungen, die hier bei uns sind, sind das 90 Minuten für ein sogenanntes 800 oder 900 Grad Feuer, wie wir es hier haben. Also innerhalb dieser 90 Minuten darf die Innenwandtemperatur einen bestimmten Wert nicht übersteigen. Das Feuer umhüllt diesen Tank und wird die Isolierung aufblähen. Dadurch gibt es diesen Kühleffekt, dass Sie länger das Feuer auf den Tank einwirken lassen können. Dieser Tank ist mit Propangas gefüllt. Jahr für Jahr sind viele tausend Transporte mit Gefahrgut auf Europas Schienen unterwegs. Unfälle sind selten, aber wenn sie passieren, können die Folgen verheerend sein. Auf dem Bahnhofsgelände von Elsterwerda in Brandenburg explodiert vor einigen Jahren ein mit Benzin gefüllter Kesselwagen. 2 Tote und 9 Schwerverletzte. Ein Sachschaden in Millionenhöhe. Auch auf den Autobahnen sind solche Tanks unterwegs. Und immer wieder haben Unfälle zu vergleichbaren Katastrophen geführt. Die Vorbereitungen für den Test sind abgeschlossen. Jetzt müssen alle in den Bunker. Sollte der Tank explodieren, könnten Trümmerteile einige hundert Meter weit fliegen. Temperatursensoren verraten Armin Ulrich, wann der Tank zu explodieren droht. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Alles klar. So, Herr Beuth, wir können starten. Temperaturen? Ja. Explodieren soll der Tank möglichst nicht. Das würde zu schweren Schäden an der Versuchsanlage führen. Darum will Armin Ulrich den Test rechtzeitig abbrechen. Die Anlage kostet 3 Millionen Euro und wird noch für weitere Versuche gebraucht. Manchmal allerdings muss die BAM Verluste in Kauf nehmen. Ein Versuch sollte klären, wie lange würde ein einfacher, unisolierter Kesselwagen einem Feuer standhalten, ehe er explodiert. Mit 10 Kubikmeter Propangas war der Tank gefüllt. Für den Versuch wurde ein eigener Teststand gebaut, weit ab von Straßen und Häusern. Dann setzte man den Tank einem offenen Feuer aus Heizöl aus. Höchste Sicherheitsstufe, weiträumig abgesperrt. Warten auf die Explosion. Zehn Minuten dauerte es, bis der Tank explodierte. Wieder in der Gegenwart. Die Versuchsanlage steht noch. Die Isolierschicht hat den Tank geschützt. Etwa eine Stunde wurde er befeuert, ohne zu explodieren. Die Daten, die Armin Ulrich so gewinnt, dienen der Entwicklung zukünftiger Sicherheitsstandards. Und sie fließen ein in zukünftige Vorschriften für Gefahrgutbehälter. Träge lastet die Hitze auf der Stadt. Auch die Feuerwache 1 liegt ruhig. An diesem Morgen durchbrach noch kein Alarm die Ruhe. Die Feuerwehr ist da, um Gefahren abzuwehren. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes für alle Fälle gerüstet. Und nie wissen die Einsatzkräfte, was als nächstes geschieht. An manchen Tagen passiert nichts. Stundenlanges Warten auf den nächsten Einsatz. Entspannte Freizeitstimmung. Doch wenn der Ernstfall eintritt, weiß jeder Einzelne genau, was zu tun ist. Aber so lange bleibt Raum für Erinnerung. Hans-Jürgen Konert ist schon seit fast 40 Jahren bei der Feuerwehr. Die Gewalt des Feuers hat er hautnah miterlebt.
Im Spätsommer 73, da war ich 2 Jahre dabei. Ja. Das war ein herausragender Einsatz, imposant schon von weitem anzusehen. Das Hochhaus, das damals sich im Bau befunden hat, hat an den oberen Stockwerken wie eine Fackel gebrannt. Hat erstens mal gespenstisch ausgesehen und hat mich damals als junger Feuerwehrmann doch sehr beeindruckt und auch nachdenklich gemacht. Unvergessen dieser Einsatz. Riskant für die Einsatzkräfte. Im 40. Stock des Rohbaus setzt ein defektes Schweißgerät Bauholz in Brand. Wasserleitungen sind noch nicht installiert. Die Feuerwehr, auch Feuerwehrmann Konert, muss Pumpen nach ganz oben tragen. Brennendes Bauholz stürzt auf die Straße, droht benachbarte Häuser zu entzünden. Die Erkenntnis damals, die Feuerwehr ist für Hochhausbrände nicht gerüstet. Es waren die Erfahrungen mit diesem Brand, die einen vorbeugenden Feuerschutz für Hochhäuser in Deutschland auslöste. Leichte Blessuren hat man damals fast nach jedem Feuer gehabt. Bei diesem Feuer war es schon etwas höher. Leichte Verbrennungen oder Hautrötungen, die Ohrläppchen, Brandblasen. Die Vergangenheit lehrte auch, die Einsatzkräfte selbst mit besserer Kleidung gegen Feuer zu schützen. Notruf Feuerwehr. Guten Tag. Was genau ist da passiert? Der Anrufer meldet, Rauch quillt aus einem Fenster. Ist das schwarzer Rauch, der da rauskam? Aufgerissen sind sie in einer Minute abfahrtbereit. Sie haben gelernt, augenblicklich auf höchste Konzentration umzuschalten. Im Zweifel hängt davon ihr Leben ab. An diesem Vormittag wird die Feuerwehr zu einem Wohnhaus am Stadtrand gerufen. Jeder Handgriff sitzt. Eine perfekt einstudierte Choreografie. Anschlagstrupp mit erstem Seerohr im Rattrappenraum ins erste Obergeschoss zur Brandbekämpfung vor. Auch Harald Günthers hat Dienst. Eben erreichte ihn der Anruf. Die Feuerwehr ist gerade ausgerückt. Wenig später die Nachricht, die Wohnung ist ausgebrannt. Doch zum Glück scheint es keine Verletzten zu geben. Die Wohnung ist bis unter die Decke vollgestellt, melden die Einsatzkräfte. Die Gefahr, dass der Brand wieder aufflammt, ist groß. Riskant, dort hineinzugehen. Also ich habe mit Sicherheit nicht dieses Risiko, dass die Feuerwehr eingehen muss, definitiv, ja, um zu löschen, wenn sie im Erstangriff dort in diese Räumlichkeiten reingehen. Deswegen verlasse ich mich, wenn ich da reingehe, dann auf die Aussage der Feuerwehr. Besteht die Möglichkeit, da jetzt reinzugehen? Einsturzgefahr oder welche Raumluft befindet sich dort in dem Moment? Also die Feuerwehr hat auch Möglichkeiten, den Kohlenmonoxidgehalt zu messen. Vorher würden wir da definitiv nicht reingehen, bis diese Räume nicht entsprechend belüftet sind. Der Schutt liegt hoch bis zum Fenstersims. Ansonsten ist eigentlich die größere Gefahr, wenn wir sagen, den Brandschutt dann umschichten, dass dann diese Stäube, die da wieder aufgewirbelt werden, dass wir uns davor schützen. Also entweder, wenn es extrem ist, dann tragen wir eine Vollmaske mit einem Schraubfilter. Oder wenn es halt nicht ganz so schlimm ist, dann zumindest mal eine Staubmaske. Harald Günthers steht auf den Resten eines kleinen Bürobereichs mit Computerarbeitsplatz. Glut glimmt auf zwischen den Schutthaufen. Die Brandgefahr ist noch immer sehr groß. Hier die Ursache herauszufinden, ist auch für den erfahrenen Ermittler eine Herausforderung. Wahnsinnig viel Technik, jede Menge Mehrfachsteckdosen, aber alle unterhalb des Schreibtisches. Deutet also vieles darauf hin, dass der Brand oberhalb des Schreibtisches stattgefunden hat. Aber es ist sehr, sehr anstrengend hier. Das Atmen fällt schwer unter der Vollmaske. Erst recht bei körperlicher Anstrengung.
Wie ein Archäologe muss Harald Günthers vorgehen. Schicht um Schicht trägt er ab. Denn irgendwo unter dem ganzen Schutt könnte die entscheidende Spur begraben liegen. Lass mal den Stuhl hier. Sonst kann ich hier so reinsetzen. Die Lehne, die sitzt gleich hier. Doch wo hat es angefangen zu brennen? In diesem Chaos ist die Ausbruchstelle des Brandes schwer auszumachen. Der Schreibtisch ist jetzt freigeräumt. Direkt auf dem Schreibtisch kann es nicht ausgebrochen sein. Direkt auf dem Schreibtisch, sonst hätten wir andere Brandspuren in diesem Bereich. Entweder oberhalb oder eventuell vor dem Schreibtisch, das müssen wir noch mal sehen. Alles nimmt er einzeln in die Hand, prüft es, ehe er sich Platz schafft. Denn wieder muss er klären, war es Brandstiftung, Fahrlässigkeit, ein technischer Defekt? Meist sind es nur kleine Auslöser, die fatale Folgen nach sich ziehen. Eine häufige Brandursache ist die Neugier eines Kindes. Ob es die Industrie den Kindern wenigstens schwer macht, mit Spielzeug zu zündeln? Die meisten Spielzeuge in Kinderzimmern sind heute aus Kunststoff. Anja Hofmann und ihr Team gehen der Frage in einem Versuch auf den Grund. Flammen faszinieren, weil sie hell leuchten und flackern tanzen. Außerdem sind sie unberechenbar, sagen die Großen. Und darum verboten, aber Verbote reizen erst recht. Ja, es ist leider oft so, dass die Kinder, wenn sie dann heimlich zündeln, das eben zum Beispiel unter dem Bett oder hinter dem Vorhang machen, um sich zu verstecken. Leider ist es dann aber so, dass die Matratze und der Vorhang meist sehr leicht entzündlich sind, sodass das Feuer also sehr schnell sehr viel größer wird, als das Kind das jetzt erstmal vorher so angenommen hat. Sie testet handelsübliches Spielzeug, genau das gleiche, mit dem die meisten Kinder spielen. Erschreckend das Ergebnis. Es entflammt fast so schnell wie ein Kaminanzünder. Und leider ist es auch so, dass die Kinder sich dann im Brandfall auch oft verstecken, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie Ärger bekommen könnten, weil sie jetzt gekokelt haben und sich dann eben unter dem Bett oder im Schrank oder irgendwo, wo sie sich sicher fühlen, verstecken, was dann eben durch die starke Rauchentwicklung auch in dem Zimmer das für die Feuerwehr sehr schwer macht, die Kinder dann eben auch rechtzeitig zu finden, um sie zu retten. Über 600 Menschen im Jahr sterben in Deutschland an den Folgen eines Brandes. Ein Drittel davon sind Kinder. Als wir die ersten Versuche gemacht haben, waren wir auch selber überrascht. Wir haben das auch nicht gewusst vorher, dass das Kinderspielzeug so gut brennt. Also das haben wir nicht. Wir hatten ja mal einen Großversuch in einem ganz eingerichteten Kinderzimmer und haben vorher eben auch alle Inhaltsstoffe sozusagen des Zimmers dann getestet und dabei auch festgestellt, dass das Spielzeug sehr gut brennt. Die Forscher der BAM wollten wissen, wie entwickelt sich ein Brand in einem modernen, durchschnittlichen Kinderzimmer. In einem Abrisshaus statten sie einen Raum aus, wie ihn die meisten Eltern für ihre Kinder einrichten. Überall werden Sensoren installiert. Sie zeichnen auf, wo die größte Hitze entsteht, wie schnell sich die Flammen zum Vollbrand entwickeln, wie das die Feuerwehr nennt. Der Versuch kann leicht außer Kontrolle geraten, darum wird die BAM von der Berliner Feuerwehr unterstützt. Der bauliche Brandschutz ist in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau. Oft ist es aber so in den Wohnungsbränden, dass die Hauptbrandlast von den Gebrauchsgegenständen und von den Möbeln, also sowas wie Matratzen und Polstermöbel, dann herrührt. Es gibt noch keine Anforderungen für diese Kunststoffspielzeuge. Und das ist eben unsere Forderung, dass diese Kunststoffspielzeuge auch mit in die Anforderungen der Norm aufgenommen werden sollen. Wie also entwickelt sich das Feuer im Kinderzimmer? Noch brennen nur Matratze und Bett. Dabei werden Gase frei, Flammen schlagen hoch, glühende Gasströme, die mit Sauerstoff reagieren. Heißer Rauch entsteht. Weil er nicht entweichen kann, kommt es zu einem Wärmestau unter der Decke. Die Temperaturen steigen immer höher. Erreichen sie 500 bis 600 Grad Celsius, steht schlagartig alles in Flammen. Auch das, was bislang noch nicht brennt. Jetzt wütet ein Vollbrand mit Temperaturen um etwa 1000 Grad.
Ein Mensch wäre schon Minuten vorher an den giftigen Rauchgasen erstickt. 4-5 Atemzüge reichen aus. Die wenigsten Brandopfer kommen in den Flammen ums Leben. Durch den Rauch sterben die meisten. Rauchmelder helfen. Sie verhindern zwar nicht den Brand, aber sie alarmieren, wecken Schlafende rechtzeitig. Was selbst die Forscher überrascht, nur 4 Minuten dauerte es, ehe das ganze Zimmer in Flammen stand. Bei früheren Versuchen waren es noch 10 Minuten und mehr, je nach Einrichtung. In diesem Zimmer waren die meisten Gegenstände aus Kunststoff. Inzwischen ist es Mittag geworden. Seit bald 2 Stunden tragen Harald Günthers und sein Kollege den Schutthaufen ab, der mal ein Arbeitszimmer war. Eine Geduldsprobe unter erschwerten Bedingungen. Immerhin Erleichterung darüber, dass die giftigen Rauchgase inzwischen abgezogen sind. Jetzt genügen Staubmasken gegen schädliche Partikel in der Luft, die durch das Abtragen des Schutz aufgewühlt werden. Das, was wir hier alles sehen, das ist für unsere Brandermittlung völlig uninteressant. Man muss es halt erkennen, das sind Sachen, die von der Decke kommen. Noch immer liegt die Ursache des Brandes im Unklaren. Eine Zigarette kann Auslöser gewesen sein, ebenso eine der zahlreichen Mehrfachsteckdosen oder ein überhitzter PC. Die meisten Gegenstände sind nach dem Feuer kaum wiederzuerkennen. Also immer wieder auch sich Gedanken machen, was kann das mal gewesen sein? Also ein bisschen Fantasie muss man einfach entwickeln. Wer hat schon mal einen Lautsprecher oder sonst irgendein Gerät gesehen, das völlig verbrannt war? Ne? Was sie finden, lässt immer neue Schlüsse zu. Überall immer wieder diese Zigaretten, diese Stumpen, diese halbfertig gerauchten Stumpen, die hier überall rumliegen. Von außen Erdnussflips. Also was ist ohne Worte? Das ist toll. Unglaublich. Das ist ohne Worte. Hammerhart. Mach doch mal ein Bild davon. Guck dir das mal an hier. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also in dieser Art, in dieser Menge Flaschen, Reste von Kippen, das habe ich in meiner Karriere als Brandermittler so noch nicht gesehen. Der hat also hier relativ wenig Raum, sich zu bewegen. Die ganzen Flaschen hier unten hier, dann haben wir hier jede Menge dieses Papieres. Und ich könnte mir vorstellen, einfach eine Theorie, die wir jetzt entwickelt haben. Er hat die Zigarette ausgedrückt, er hat sich rumgedreht. Der Stuhl steht in dieser Stellung, in der er jetzt steht, und ist weggegangen. Die Theorie ist, dass möglicherweise in dem Moment er mit seiner Stuhllehne hinten an den Schreibtisch dran gekommen ist, der Aschenbecher runtergefallen ist und von da aus ging es los. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wir müssen auf jeden Fall mal diesen Aschenbecher finden und uns den Bereich da hinten noch mal näher betrachten. Tatsächlich hat der Bewohner eingestanden, vor dem Verlassen des Zimmers eine Zigarette geraucht zu haben, doch er habe sie ausgemacht, ganz sicher, sagte er. Wo ist dieser Aschenbecher? Also wir geben noch nicht auf. Ermitteln heißt jedoch auch, nicht vorschnell zu urteilen. Immer wieder einmal interessant. In diesem ganzen Chaos hier die Brandursache zu finden. Und das macht es halt einfach aus. Das überwiegt im Gegensatz zu dem Dreck, der da ist, hier in diesem Chaos eine Antwort zu finden. Die Beharrlichkeit lohnt sich. Sie spüren die Stelle auf, wo der Brand ausgebrochen ist. Nächste Theorie, die wir auch nicht außer Acht lassen wollen, ist, wir haben festgestellt, dass der Brand oberhalb hier stattgefunden hat. Definitiv war ja der Bereich ab hier zugestellt. Und wenn wir jetzt hier unten hingehen, sehen wir den PC völlig unbelastet. Hier. Ab hier. Also hier lag irgendwas davor, dass das wiederum abgeschirmt hat. So können wir sagen, dass der Brand hier nach oben gestiegen ist. Jetzt auch eine These, dass möglicherweise
hier durch der Lüfter halt zugestellt wurde und dem PC konnte nicht genügend Frischluft zugeführt werden und es dadurch zu einer Überhitzung jetzt dieses Gerätes kam. Oder ob man die Aussage treffen kann, nein, der Brand kam von außen auf den PC drauf. Weil ein technischer Defekt am PC nicht auszuschließen ist, nimmt ihn Harald Günthers mit. Er wird ihn dem Landeskriminalamt zur Untersuchung übergeben. Dort prüft Volker Faust, sucht nach Spuren großer Hitze. War der PC brandauslösend oder nicht? Dienstbesprechung im Kommissariat 15. Interessante Fälle werden hier diskutiert. Ah, hier sehen wir gut den unteren Teil des PCs. Der Kunststoff hier ist völlig intakt noch. Und hier oben haben wir starke Brandeinwirkung. Stand das Gerät unter Strom? Ist ein Kabel eingeschmolzen? Oder liegt die Ursache woanders? Also den Vorsatz, den konnten wir auf jeden Fall vernachlässigen, sodass wir, denke ich mal, uns auf den hier im Bereich Fahrlässigkeit oder möglicherweise einen technischen Defekt halt beschränken konnten. Keine Spur zu finden, die auf einen Brand durch den PC hinweist. Ja, die Ermittlungen sind dahingehend erstmal abgeschlossen. Das Landeskriminalamt hat ja gesagt, dass der PC definitiv nicht brandauslösend war. Also möglicherweise haben wir hier eine Fahrlässigkeit, dass die Zigarette falsch entsorgt wurde. Möglicherweise liegt auch ein technischer Defekt an anderer Stelle vor. Die Frage nach der Brandursache muss diesmal ungelöst bleiben, weil keine Theorie mit eindeutigen Spuren belegt werden kann. Man muss sich zurücknehmen und man muss neutral bleiben. Das ist ganz wichtig. Also nicht irgendwelche Vorurteile entwickeln oder vorzeitige Schlüsse ziehen. Man nehme einfach nur mal die Straftatbestände der Brandstiftung. Das geht von möglicherweise 6 Monaten Haft bis aber in den Verbrechenstatbestand rein. Also nicht unter 2 Jahre bestraft werden bei besonders schwerer Brandstiftung. Ja. Da ist es einfach notwendig, dass ich gute Arbeit abliefere, weil möglicherweise irgendjemand ja auch mal in Haft kommt. Ne? Die Flammen selbst haben die entscheidenden Spuren zur Aufklärung des Brandes verwischt. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Und irgendwo in dieser Stadt spielt wieder ein Kind mit dem Feuer.